Da es sowieso dunkel wird, würde ich mich jetzt mal auf den Weg nach Hause machen. Ach, das Wolfsgeheul ist weg. Okay, also Reload brauchen wir doch nicht machen. Sehr schön. Orientierung verloren. Ah, wie schön ist es, wenn man so schnell ist. Und theoretisch können wir auch mal wieder ein bisschen rennen. Ist egal, wenn wir ein bisschen Ausdauer dadurch verbrauchen. So, und zu Hause ein Happenpappen, Inventar auffüllen, ein bisschen fertig machen. Das soll dann wohl. Sind wir eigentlich immer noch bei Episodenfortschritt 35%? Nee, 50% haben wir jetzt mittlerweile. Okay. Na, vielleicht schaffen wir die Episode ja heute doch in dieser Session. Ich weiß ja nicht. Müssen wir mal schauen. Ich meine, mein Ziel ist es jetzt nicht. So gesehen, ich spiele einfach. Aber da wir momentan sowieso nur Hauptquests machen können, weil wir alle Nebenquests bereits abgeschlossen haben, glaube ich zumindest. Wir haben höchstens nur noch... Wo sind denn hier Nebenstory? Finde alle Sammelgegenstände zur Geschichte aus der Sicht der Bewohner des idyllischen Tals. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Aber ansonsten haben wir alles andere erledigt. Und diese Sachen aus dem idyllischen Tal finden, das ist ja sowieso etwas, was man nicht gezielt macht, sondern mehr so nebenbei durch Zufall. Wenn wir dann wieder wach sind, können wir dann ihn hier mitnehmen von hier oben. Dann haben wir schon mal zwei. Von drei. Diese Schmatzen sind immer so eklig. Da oben zum Funkturm werden wir auch noch hin müssen, weil der war ja zu gewesen. Da konnten wir auch noch nicht rein. Da werden wir also auch noch irgendeine Quest erledigen müssen. Und da war ja der nette Bär immer davor gewesen. Insofern, mal gucken. Mal gucken. Lass uns mal ein bisschen Beine in der Hand nehmen. Über Stock und Stein musst du gehen. Was gibt es denn heute mal? Frisch, frisch. Hier war was geschmacklos. Geschmackloses Kaninchen. Essen wir das mal. No, das ist ja nur so ein kleiner Happen noch gewesen. Frisch, frisch. Frisch, frisch. Geschmackloses Kaninchen. Das sind mal die Sachen, die nicht mehr ganz so dolle sind. So, geschmackloses Reh. So, ganz haben wir das gar nicht mehr gegessen, deswegen schmeiße ich den Rest wieder hier hin. Da ist es. So. Und wieder zu Hause. Ist das schön. Und trinken müssen wir noch. So. Dann müssen wir mal eben kurz gucken, wie sieht es denn hier hinsichtlich unserer Waffen aus? Die hat noch 69%. Und die hat noch 45%. Viel ist das jedenfalls nicht. Und wir haben 10 Signalpatronen. So viele brauchen wir natürlich nicht. Deswegen würde ich hier mal die restlichen Signalpatronen, die wir zu viel haben, gerade hier reinpacken. Reicht ja, wenn wir 3 mitnehmen. So. Eine müssen wir nämlich noch reinladen. So, hier auffüllen. Da können wir nämlich mal gerade in das Rest Lampenöl reinfüllen, was wir gefunden haben. Und wir brauchen das Schutzwaffenputzset. Habe ich das auch hier drin? Ja. 3 Stück, jeweils 100%. Dann ist egal, welches wir nehmen. Nehmen wir das hier. Und wie viel Schuss? Ich habe 2 verbraucht. Perfekte Gewehrmunition, Revolvermunition, 2.
Nehmen wir 8 Stück, dann haben wir nämlich nochmal auf Vorrat ein bisschen was. Wiegt ja auch nichts. Die dann hier kann ich wieder reinschmeißen. Die kann ich ja für neue Gewehrpatronen dann wieder verwenden, aber dazu müsste ich erstmal wissen, wie man die craftet. Eine Seenotfackel nehme ich noch mit. Und dann Aktion reinigen. 5% Zustandsverbesserung. Das klingt gut. Müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Ja, noch geht's. Prozent Zustandsverbesserung, wir werden immer besser. Prozent, da geht noch was. 83. Einmal noch, dann reicht das. Dann wäre es eh nicht mehr effizient. So, 95. Und bei dem Revolver machen wir das natürlich auch. So, da kriegen wir nur 4%. Der ist ein bisschen aufwendiger zu reinigen. Oder wir sind einfach noch nicht so geschult. Dauert aber auch eine Minute weniger. Ein bisschen Licht anmachen. Wenn die Sonne immer so rumzieht ums Haus, dann wird es irgendwann immer ein bisschen dunkel. So, und einmal noch. Dann haben wir es. So, 80% davon ist auch verbraten worden. Schutzwaffenputzset wieder hier rein. Okay. Wie sieht es eigentlich hinsichtlich unserer Klamotten aus? Muss ich mal eben kurz gucken. 98, 100. Oh, 58%. Die müssen wir auf jeden Fall mal reparieren morgen früh. Oder jetzt gleich. Wobei, ne, ich glaube, da habe ich vorher mal Stoff, oder? Aktion, reparieren benötigt Stoff. Ich denke 33%, also einmal reicht. Einen Stoff nehmen wir uns dann mal eben mit. Machen wir das nochmal eben schnell vorm Schlafen gehen. Schön, wie alles am Leuchten ist. So, Aktion reparieren. So im Dunkeln ein bisschen nähen, ist ja auch kein Problem. So. Sieht doch gleich viel besser aus. So, Schlafsack. Wir hauen uns mal 8 Stunden hin. Ah. So, noch ist es dunkel. Kleinen Schluck trinken da nochmal. Bevor wir im Schlaf verdursten. Und dann, wie sieht es jetzt hier aus? Ist halt komische Wasser drüber. Ich meine, mein Gesicht ist ja sowieso drüber. Ja, komm, Stündchen nochmal. Immer noch dunkel. Noch mal ein Stündchen schlafen. Okay. Wir haben ja Zeit. Jetzt aber komm. Ja, doch, jetzt sehen wir mal wieder was.
So, ein bisschen zu trinken müssen wir uns mitnehmen. Einen kleinen Happen müssen wir da noch essen. Das haben wir noch vor der Tür liegen. Können wir uns mal so ein bisschen was von dem Fleisch, was draußen liegt, noch genehmigen. Zwei Liter nehme ich mit. Aber wir müssen ja den Absturzopfern sicherlich wieder was mit. Den Absturzopfern sicherlich mal wieder was geben. So, ach, köstlich. Schön Schneewasser. So, wie sieht denn das Wetter heute aus? Klar. Schneefall und nebelig. Alles klar. So, ein Restree von gestern. Und hier ist noch mehr geschmackloses Reh. So. Dann würde ich sagen, einmal kurz speichern. Und dann brechen wir auf. Dann holen wir uns den nächsten Überlebenden. Der war dann nämlich hier gewesen. So im Nordosten von uns aus gesehen. Ein Vorteil daran, wenn wir von den Wölfen angegriffen werden, wenn wir Essen brauchen. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, wir könnten natürlich jetzt hier ewig lange suchen. Oder aber wir nehmen wieder mal eine Leuchtpistole. Hinten also. Ich finde das eigentlich ganz gut. Eine nette Idee mit dem Signal. Mit diesen Leuchtpistolen. Aber ich finde es erstaunlich, jeder hat einfach eine Leuchtpistole dabei. Warum? So. Wo war die denn? Hier im Wald fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Ich weiß auch, warum ich mich hier unwohl fühle. Oh nee. Dass er uns nicht gesehen hat. Ich kann nachvollziehen. Da hinten liegt sie. Ich renne gerade mal ein bisschen. In der Hoffnung, dass wir den Bären weit genug davon kommen können. So, das ist die Signalpistole. Da hinten ist das Feuer. Da ist die Person. Alles klar. Puh. Können wir uns gleich hier schön am Fluss entlang schleichen. Aber ist wahrscheinlich völlig egal, wo wir lang gehen. I'm a doctor. I'm here to help you. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal hier natürlich alles mitnehmen. So, dein Essen nehme ich mit. Die Ava. Was hast du denn? This might be serious. So, auch wieder Geflüssigkeitsverlust. Alles klar. Feeling better now? Naja, gut. Umständen entsprechend. So, wir müssen hier weg. Hier ist ein Bär in der Nähe. Der ist very dangerous. Hoffe ich mal, dass die Wölfe erst ankommen, wenn wir den Bären weit genug davon gekommen sind. Aber der ist ja, glaube ich, in die andere Richtung aufgebrochen. Und ich dachte eigentlich, dass die Bären jetzt, wo wir die Timberwölfe haben, momentan nicht auf der Karte sind. Falsch gedacht. Everywhere. I got you. We're gonna make it.
Juck. Natürlich, genau jetzt muss es natürlich noch ordentlich Gegenwind geben. Hey, wir haben ja wieder sehr viel Glück. Mühsam ein ärztliches Eichhörnchen. So, dann hoffe ich mal, dass wir wenigstens hier die Wölfe bekämpfen müssen. Hier ist nämlich gerade eine schöne, ein schön freies Terrain, wo wir die gut sehen können. Flache Ebene. Eignet sich sehr gut für einen Kampf. Ja. Hundis. Ich habe keine Lust mehr. Zu Ende. Ja, das würde ich gerne, aber die Wölfe lassen sich ja noch nicht blicken. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen Respekt mittlerweile haben oder ob sie schüchtern sind. I don't know. Just stay awake. We're getting closer. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal sagen werde, ich wünsche mir die Timberwölfe zurück. Ich hoffe nicht. Ah. You're safe. I'm here. That's so. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Los, kusch dich! Kuschluck! Kuschluck! Wieder drei Stück. Kusch euch! Wow! Ist da reingegangen. Klappt eigentlich sehr gut mit der Seenotfackel. Komm schon. Einer ist noch irgendwo hier. Ah, da hinten. Zwei sind's. Na, der will nicht. Der auch nicht. Ah. Genau, rennt einfach mal durch mich durch. Gar kein Problem. So, wir haben mal wieder Blutverlust. Das heißt, ich muss jetzt leider wieder am Hals. Halsschlagader hat er uns aufgerissen. Das ist kein Problem. Kleben wir einfach mal ein Pflaster drauf, dann geht es uns wieder besser. So. Gut, man muss auch erstmal ein bisschen, muss auch ein bisschen lernen, wie man die Sachen einsetzen muss. Also werfen. Kurz vor den Wölfen hin, dann haben die Angst und das zieht ihnen ordentlich was ab. Also, das ist schon nicht schlecht. Da hinten rammt hier gerade noch einer. Auf dem richtigen Weg, ja, sieht gut aus. Wäre schöner, wenn ich jetzt keinen Gegenwind hätte. Ich habe jetzt mal wieder was trinken. Da fällt er immer besonders auf. Diese Nase, die jucken muss. Nochmal ein Lied.
with me. Und sonst so? Oh, selbst uns wird ja kalt. Ja, und sie ist da so halb am Erfrieren mittlerweile. Aber bis zum Gemeindehaus sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Die Not verliert hier halt noch ein bisschen Lebensenergie, aber das macht nichts. Das wird schon wieder dann. Dann packen wir die irgendwo am Kamin hin und dann ist sie auch glücklich. Jetzt kommen nicht nochmal Wölfe. Das wäre dann nämlich schon sehr ärgerlich. Was passiert eigentlich, wenn sie sterben, also sterben sollte? Sind wir dann Game Over? Also als wenn wir selbst getötet worden wären? Wäre ja mal interessant herauszufinden, aber möchte ich... Muss mich ausziehen? Was? Wo musst du dich denn ausziehen? Ja, ihre Lebensenergie sinkt jetzt, aber ganz langsam. Das schaffen wir schon. Wäre schöner, wenn wir dann nicht ganz so viel Gegenwind bekommen, dann geht es noch ein bisschen schneller. Aber auch wieder interessant zu wissen, ich meine, die weiß nicht nur, wer zu wem gehört, die weiß auch, wo wer ist, zumindest nicht ungefähr. Muss ja hinterher Muskeln wie ein Bär haben. Ich hatte etwas gehört. Hier ist ja alles leer, genau, Kohlemelder leer. Das ist so, als wenn hier ein Telefon klingeln würde. Kann man hinten auch rein? Die hintere Tür. Da können wir jedenfalls nicht rein. Die ist zu. Schade. Gut, dann gehen wir halt vorne rein. So, Nummer 2 ist zurück. So, ach, guck mal, da ist ja noch ein Bettchen frei. So, hier schön drauf. Zack. So. Dann nehmen wir ihn ja auch nochmal eben, packen ihn aufs andere Bett. So. So, haben wir denn noch irgendwo ein freies Bett? Nee, ne? Husten, alle am Stöhnen hier. Oh Gott. So, einer fehlt noch. Wie spät ist es? Es ist Mittag. Das können wir auf jeden Fall noch schaffen. So, wir wurden ja gerade wieder vom Wolf angegriffen. Wie sieht es bei unseren Klamotten aus? Sind die noch heile? Ja, die haben nichts abbekommen. Das ist gut. So, alle schön am Schnarchen gerade. So schlecht geht es denen, glaube ich, gerade gar nicht. Achso, was ich aber nochmal eben machen könnte, weil draußen ist ja gerade ziemlich kalt, nochmal kurz ein bisschen aufwärmen am Feuer. So. Ja, nochmal eben eine Kleinigkeit Essen dabei. Hier das alte Trockenfleisch, was wir bei der netten Dame gefunden haben.
So. Das sollte dann, glaube ich, halt, wenn wir zurückführen, wenn wir den. So, ach, schön mit dem Hintern rein. Wenn wir den dritten gefunden haben. Heize ich mich nochmal eben hier vollständig auf und dann machen wir uns auf den Weg, den letzten zu finden. So. Darmparasiten, wenn wir verdorbene Sachen essen oder sowas. Wo müssen wir jetzt dahin? Der war hier irgendwo. Das heißt, wir müssen nicht mal bis über die Brücke gehen. Finde ich ganz gut. Da hat noch ein bisschen Rückenwind. Wenn wir gleich unsere dritte Seenotfackel benötigen. Eine haben wir nur noch zu Hause. Schade, dass wir die nicht selber herstellen können. Ein bisschen schade. Aber selbst wenn wir sie herstellen könnten, könnten wir die wahrscheinlich nur an diesem Munitionstisch machen. Und da fehlen uns ja A, sowieso die Ressourcen für und B, haben wir nicht mal einen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Für die Freunde gerade mal auf Twitch, die dabei sind. Ich bin bisher ganz positiv angetan von dem Experiment, was ich heute mal vorhatte. Ich nehme nämlich mal mit einer erhöhten Bildqualität auf. Also auf dem alten Rechner hatte ich da immer so ein paar Probleme mit. Hab dann sehr viel oder sehr oft den Codier überlastet gehabt, beziehungsweise hat er die Frames geskippt. Und hier sieht es bislang, trotz dessen, dass wir hier Schnee haben und so weiter, noch sehr gut aus. Also keinerlei Probleme bisher. Das finde ich sehr gut. Okay, wir kommen in den Bereich rein. Wo könnte sich diese Person versteckt haben? Wahrscheinlich am anderen Ende, relativ weit hinten, damit wir auch ja ganz weit laufen müssen. Kann ich hier eigentlich schon abfeuern? Ja, machen wir mal. Nein, das war die falsche Waffe. Laden. Da, hinten. Da ist etwas gewesen. Glaube ich zumindest. Oder das war unser eigener jetzt gewesen. War vielleicht nicht ganz so gut, das mitten im Wald zu machen. Ah, doch, da hinten. Da ist es. Ich weiß nicht, ob es das gewesen ist, was ich gesehen habe, oder ob es jetzt Zufall ist. Oh, das sieht... Ach, Glück gehabt. Leben am Limit. Ja, relativ weit. Okay. Naja, gut. Ist immer noch der naheste von allen. Sollte also noch funktionieren. Eventuell, wenn es von der Zeit her knapp wird, wir haben es jetzt mittags, können wir sonst in dem einen Bunker da mal übernachten. So.
Stelle gefunden. Frage ist, wo die Person ist. Ist da unten etwas? Ah, da hinten.